Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute hört ihr nichts Neues, sondern die vergangenen Anrufer aus der letzten Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen, als Hörspiel. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonaten. Ja. Hallo? Müller, ja? Mhm. Hallo. Ja, was kann ich denn für Sie tun? Sie haben ein Bestellformular für Feronex ausgefüllt. Ach ja, das mit den Schwanzpillen. Ja, richtig. Ja, haben da gibt's wieder. Minuten Zeit? Ja, da gibt's wieder Tinte auf dem Füller, habe ich gesehen. Was haben Sie gesehen? Da gibt's Tinte auf dem Füller. Mit den Schwanzkapseln. Ja, das sind Schwanzkapseln. Ja, wie viele Packungen kann ich denn da haben? Wie viel habt ihr denn da? Ich Ihnen ein paar Fragen stellen, damit ich Ihnen beraten kann, okay? Was denn für Fragen? Ich wollte doch nur die Packung haben. Aber ich muss zuerst wissen, was für Probleme Sie haben und daran, wie viele Packungen Sie brauchen. Aber ich habe doch ja keine Probleme. Ich wollte bloß mal ein bisschen Tinte auf den Füller bringen. Sie möchten nur Ihre Erektion verstärken, richtig? Nur Tinte auf den Füller. Damit wir wieder sprudeln können. Dann hat die Kohlensäure alle. Also dann, bei uns gibt es zwei Kuren, die Ihnen passen könnten. Ihnen helfen, Sie könnten Ihr Erektion verstärken und Ihr Geschlechtsverkehr verlängern. Ja, das nehme ich. Das ist der Hildegard zu leiern, saft dich schon drauf. Wie bitte? Der Hildegard freut sich schon, dass ich das gefunden habe. Ich hab ihn ein bisschen nicht verstanden. Na, die Hildegard, die ist schon ganz juckig. Wann schickt ihr die raus? Ja, okay, und zum Beispiel, gibt es ein Programm mit 6 Packungen und 4 Packungen. Oh, habt ihr da nicht mehr? Schickt mal alles raus, was ihr habt. Die Hildegard, die ist der Tropfen der Zahn. Was sind 6 Packungen? Na, wenn da nicht mehr geht, dann nehme ich 6, ja. 6 Packungen, der Gesamtkosten ist 195 Euro. Oh ja, das geht ja. Dann schick mal raus, schnell. Wann sind denn die da? In 5 Werktagen. In 15 Tagen? Nee, in 5. Werktagen. Ach, in 5 Arbeitstagen. So lange muss ich da noch warten. Am Montag, Dienstag bekommen Sie Ihre Bestellung. Ja, das machen wir so. Okay, dann sagen Sie mir bitte Ihre Postleitzahl. Also Postleitzahl. Ja, richtig, Postleitzahl. Das ist die... Da muss ich mal gucken. Das habe ich doch nicht im Kopf. Ich dachte, ich kann das da an meinem... Kann man Bildschirm eingeben, aber das, weil da ist das gespeichert. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, wo ist sie denn? So, denn die Postleitzahl ist 0, denn da kommt 6, 4 und 8 und 4. 6, 8 und was? Und noch eine 4. Ist, Limburg, ja? Ja, in Quedlinburg. Hm? Die Straße? Das ist die Herbert-Grönemeyer-Straße. Was? Herbert Grönemeyer? Herbert, ja? Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer. Ja. Hausnummer? 77. Ja. Okay, zusammenfassend, ihr bestellt aus 6 Packungen. Gesamtkosten 1,20 Euro. Ja. In zwei Tagen wird unsere Lieferabteilung danach. Ja. Okay, dann vielen Dank für Ihre Bestellung. Mhm. Und schönen Abend noch. Ja, ebenso. Danke, ciao. Tschüss. Tag. Hallo, guten Tag. Kakifein? Ja, Kakifein. Kakifein, okay. Am Apparat Ihr leitender Berater Leonardo Santis. Hier geht es um Kryptowährung. Wissen Sie, was Kryptowährung ist? Nee, was denn das? Bitcoin zum Beispiel. Was macht man damit? Sie können damit Geld verdienen, passives Einkommen machen. Wie geht denn das? Sie sollen ein Konto eröffnen und dort anlegen Sie Ihren minimalen Betrag, 250 Euro. Und damit bekommen Sie von 40-60% als garantiertes Gewinn. Hab doch schon ein Konto, kann man das nehmen? Wo haben Sie das Konto? Bei der Sparkasse. Ja, Sie können ein Kryptokonto öffnen, dort investieren Sie. Sparkassekonto, das ist ganz normal, okay. Aber mit Hilfe von diesem Konto investieren Sie Geld in Kryptowährung. Verstanden? Nee. Probieren wir das?
Warum? Was denn? Warum möchten Sie das nicht? Ich habe doch ein Konto bei der Sparkasse. Ja, bei der Sparkasse haben Sie Bankkonto. Aber in Kryptowährung zu investieren, brauchen Sie Kryptokonto. Warum denn das? Weil das andere Währung. In Sparkassenkonto haben Sie Euros, richtig, ja? Nee, da habe ich türkische Riviera drin. Türkische was? Türkische Riviera. Türkische Lira, meine ich. Ja. Aber warum? In Sparkassenkonto haben Sie türkische Lira. Ja. Warum? Na, warum nicht? Sind Sie Kanake? Ja. Und Sie? Nein. Gott sei Dank, nein. Okay, was machen wir mit Ihnen? Weiß ich nicht, was wollen wir ein Schönes machen? Können Sie ein neues Konto eröffnen? Können uns doch ein bisschen da über deinen Betrügerschuppen unterhalten. Sind Sie Betrüger? Nee, aber du. Oh, du, ich bin kein Betrüger. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der möchte Ihnen dir helfen. Ach so, ich dachte, du bist Betrüger. Warum denn? Denkst du, dass alle Leute sind Betrüger in der ganzen Welt? Nee, aber die einfach ungefragt anrufen schon. Ungefragt anrufen? Sollen wir dich fragen, ob wir anrufen können oder nicht, ja? So meinst du. Ja, Wer bist du überhaupt? Du bist ein einfacher Mensch. Ja? Wir brauchen nicht deine Bestätigung, wann wir anrufen sollen, mit wem sollen wir sprechen. Aber entscheidest das deutsche Datenschutzgesetz sagt schon, dass du meine Bestätigung dafür brauchst. Nein, auf keinen Fall. Okay, stellen wir uns vor, ich habe mich verwähnt, ja? Zum Beispiel, verwähnt. Ich habe dich angerufen. Das ist mir egal. Was machst du damit? Ja, die hältst du ja nicht ein. Willst du Anzeige machen oder was willst du machen? Ja. Oh, perfekt. Kennst du meinen Namen? Braucht man doch nicht. Deine Telefonnummer steht doch im Display. Denkst du, dass ich habe eine Nummer? Ja, die eine Nummer. Wenn du gesagt hast, dass ich ein Betrüger bin. Ja, genau. Bist du ja auch. Nein, auf keinen Fall. Ich bin kein Betrüger. Natürlich. Wo arbeitest du? Ein Betrüger aus dem Kakerlakenland. Aus Kakerlakenland, okay. Und du bist wer? Ich bin kein Betrüger. Wer bist du? Na, ein Kanaker, haben wir doch schon geklärt. Ah, okay. Woher kommst du? Aus Kanakenland, von den Kakerlaken. Okay. Wer arbeitest du? Welche Beruf hast du? Kakerlakensammler. Ich sammle Kakerlaken und muss die dann katalogisieren. Willst du investieren? Womit denn? Bei euch kann man doch nicht investieren. Willst du investieren? Ja, aber bei euch geht's doch gar nicht. Ihr haut doch mit dem Geld nur ab. So läuft es doch da in kakerlatastischen... Mit dir sehr langweilig. Sehr langweilig. Okay. Ja. Kein Interesse. Das ist ja nicht so bis schön. Bis morgen. Ja, bis morgen, Kakerlake. Guten Tag. Guten Tag, Herr Toffel. Ja. Schön, Sie zu erreichen. Ja. Ich bin Adriano und zwar melde ich mich von Trader Aktiv. Es geht um ein Handelskonto, die unter Ihrem Namen steht, Herr Karl. Aha. Adriano und weiter? Adriano Bianchi bin ich. Ach so. Ja, und Sie haben ein Handelskonto bei uns erstellt und das Konto steht immer noch inaktiv. Und ich bin eigentlich da, um Ihnen zu helfen, das Konto aktiv zu stellen. Aber ich weiß nicht, ob Sie Erfahrung in diesem Bereich haben oder das für Sie das erste Mal ist. Konten aktivieren oder was? Ja, Konto aktiv stellen. Ja, im Konto aktivieren habe ich keine Erfahrung. Haben Sie gar keine Erfahrung? Okay, suchen Sie Mitarbeiter? Nee, ich suche keinen Mitarbeiter. Ich sehe nur, dass Sie ein Konto schon erstellt haben und deswegen rufe ich Sie an. Ich habe schon 2000 Mitarbeiter hier. Ich brauche keinen Mitarbeiter. Ich sehe nur, dass Sie diese Anmeldung gemacht haben und ich rufe Sie, um Ihnen zu erklären und zu helfen. Ja, aber Sie sagten doch, Sie suchen Leute, die Konten aktivieren. Sie haben ein Konto erstellt und das Konto ist immer noch inaktiv. Ja, und da suchen Sie Personal, um die Konten zu aktivieren, oder wie? Also, dieser Konto ist unter Ihrem Namen, Herr Toffel. Ja? Unter meinem Sie haben das Konto selber erstellt, ja. Sie haben Interesse für Online-Trading gezeigt. Aha. Wann denn? Das ist vor 4 Monaten passiert. Und da rufen Sie an? Ja, ich rufe Sie an, genau. Na dann? Also, wie gesagt, wollen Sie das Konto aktiv stellen? Wozu sollte ich? Bitte? Wozu sollte ich das denn? Wozu Sie das sollten? Es geht, wie gesagt, um Online-Handel.
Sie wollen ja Geld online verdienen, oder? Mit Amazon jetzt, oder eBay. Jedes Ding, ist egal. Also bei uns können Sie alles handeln. Jedes Finanzprodukt. Bitte? Kann man da auch Schlüpfer verkaufen? Schlüpfer, ja, Schlüpfer können Sie verkaufen, ich nicht. Weil Sie werden Schlüpfer verkaufen, ich nicht. Sie können auch Kartoffeln verkaufen, ist kein Problem. Ja, aber Sie sagten doch, da kann man alles handeln. Dann würde ich ja gern mit Schlüpfern handeln. Es gibt ja 5 Märkte, ne? Rohstoffe, Indizes, Forex, Kryptowährungen. Ja, Rohstoffe, ne? Das Schlüpfer verkaufen will. Ja, ich weiß nicht, für was Sie interessiert sind, deswegen. Ich rufe Sie nur, um Ihnen zu helfen. Wollen Sie das Konto aktiv stellen, ja oder nein? Weil ich habe keine Zeit. Wenn man da Schlüpfer verkaufen kann, dann ja. Ja, Sie können auch Schlüpfer verkaufen. Ja. Wollen wir das aktiv stellen jetzt? Dann können wir das aktivieren, ja. Okay, haben Sie ein Rechner oder ein Handy dabei? Nee. Und mit was reden Sie mit mir? Mit der Zeitung. Telefonieren. Mit der Zeitung? Machen Sie Spaß mit mir oder was? Na klar, weil du bist ein Betrüger. Ich bin schon Betrüger. Mhm. Und was, sind Sie auch schwul dann? Ja. Ja? Nee, ich aber nicht. Sorry, suchen Sie jemand anderen, der schwul ist. Tschüss. Ja. Tschüss, Betrüger. Ja. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen für die Störung. Julian am Apparat. Ich bin der Berater von der Firma Shop Online, wo eine Anfrage gestellt wurde mit dem Namen Zoela Hodensack. Ja. Das Produkt Prostovit ist eine pflanzliche Mittel soll gegen die Prostatitis und wegen Potenz und Erektion. Mhm. So bin ich wahrscheinlich mit Herr Hodensack verbunden. Stimmt? Ja, ja. Wunderschön. Herr Hodensack, erlauben Sie mir bitte kurz, so einige Fragen zu stellen, um Ihnen den besten Rat zu geben. So, das Produkt hätten Sie für sich selber oder für jemand anderes? Sagen Sie mir bitte. Das will ich auf einer Party verteilen, heimlich. Nochmal? Das will ich auf einer Party verteilen. Ach so, ich verstehe. Ja. Aber das wollen Sie im Prinzip für sich selber haben, stimmt? Nee, will ich auf einer Party verteilen. Ich verstehe, aber wer trifft die Entscheidung für das Produkt? Und wer bezahlt? Sie oder? Nee, ich bezahle das, ja. Super, dann wunderschön. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 29. Nochmal? 29. Okay. So, welches ist genau so Ihr Hauptziel? Was möchten Sie gerne mit Hilfe dieses Mittels erreichen? Ich meine, so, haben Sie Probleme mit was verlassen oder wollen Sie das Produkt so wegen Potenz, wegen Erektion haben oder wegen Ausdauer? Ich will es einfach auf einer Party verteilen. Ich verstehe, aber das ist eine, Sie wissen schon, das ist ein Mittel, eine Potenzmittel, ja? Ja, genau. Soll ja eine Sexparty werden. Alles klar. Ich verstehe. So, sagen Sie bitte, haben Sie schon früher etwas anderes verwendet, ein anderes Potenzmittel, oder ist das erste Mal für Sie? Ja, ich habe die ganzen Shops im Internet schon einmal durchbestellt. Mhm. Haben Sie schon auch früher schon bestellt, meine Sie? Ja, bei anderen Firmen, ja. Man soll ja alles mal ausprobieren. Ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Antwort erstmal. Ich wollte sagen, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben. Und ja. Sie müssen wissen, dass das Produkt Prostovit auch also ein Naturmittel ist, ist 100% pflanzlich. Und das gewährleistet das Fehlen von Nebeneffekten. Heutzutage, das ist die neueste Entwicklung, die Ihnen hilft, die meisten Probleme zu lösen, die mit männlichem Sexualleben zusammenhängen. Ja? Und ja. Bei der Nutzung des Produktes werden Sie binnen einigen Wochen Ihre Mannenskraft steigern, Ihre sexuelle Energie verstärken und natürlich werden Sie in den Augen der Partnerin attraktiver werden. Ja? Oh ja, das Hauptvorteil von Prostovit. Wie bitte? Ich sage, dann wird es ja eine super Party. Super dann. So, das Produkt wirkt in 5 Richtungen gleichzeitig. So, verstärkt den sexuellen Trieb, stellt die Potenz wieder her und steigert sie, festigt die Erektion und trägt zur Behandlung der erektiven Dysfunktion bei, erhöht die Dauer des Geschlechtsaktes und natürlich die männliche Ausdauer und verbessert den allgemeinen Gesundheitszustand. Das bedeutet, so verbessert die Blutzirkulation im Körper. Von Prostovit müssen Sie 2 Kapseln täglich einnehmen, beziehungsweise so morgens und abends, jeden Tag. Das machen Sie regelmäßig, ich meine ohne Unterbrechung, ja, täglich, ja. Damit Sie nicht nur die gewünschten Effekte von dem Produkt bekommen, aber was am wichtigsten ist, die Effekte werden bei Ihrem Organismus so akkumuliert und gespeichert werden. Verstehen Sie, was ich meine? Nee, aber Hauptsache es ballert. Wie bitte?
Nee, ich sage, nee, aber Hauptsache es ballert, der Rest ist ja egal. So, haben Sie mich verstanden, wie das Produkt funktioniert, oder haben Sie Fragen? Nee, Fragen habe ich keine. Ich sage, Hauptsache es ballert. Alles klar. So, eigentlich das Beste für Sie, das beste Programm, das wir für Sie haben. Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Sie sind nicht mehr zu verstehen. Guten Tag. Hallo, Herr Kart, mein Name ist Matthias Zimmermann und ich bin Ihr persönlicher Account Manager heute. Nur heute, okay. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Heute. Also, ich habe auf unserer Trading-Plattform registriert, deswegen rufe ich Sie an. Wir bieten drei Angebote an. Mhm. Ja? Erstes Angebot ist unser Finanzberater. Es ist natürlich ein Mensch, der mehr als 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich hat. Und er kann jederzeit sich helfen und alles zu erzählen, was Sie wissen möchten und so weiter. Zweites Angebot ist unsere Online-Kurse für die Kunden, die auch mehr in diesem Bereich wissen möchten. Es gibt dort verschiedene Videos und so weiter. Letztes Angebot ist ein automatisiertes Training-Software. Es ist ein sogenannten Bot. Also, ja, er ein kann... Handelsbot. Ja. Steht das Handelsbot? Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Ja, entzückend. Klingt ja sehr kakalatastisch. Können Sie bitte nochmal das wiederholen? Ja. Sie haben ja da gesagt, Sie bieten da auch Kurse an. Haben Sie da auch einen Deutschkurs? Ja. Ja? Da sollten Sie mal hingehen. Okay, vielen Dank. Ich bin überfordert. Bitteschön. Aha. Was noch? Was denn? Sonst nichts weiter. Ich habe nur eine Empfehlung ausgesprochen. Entschuldigung, was? Nichts weiter, ich habe nur eine Empfehlung ausgesprochen. Okay, also, letztes Angebot ist automatisiertes Trading-Software. Es ist ein sogenannter Bot. Dieses Bot kann handeln für Sie, ja, wenn Sie schlafen zum Beispiel und so weiter. Ja. Bei uns können Sie mit 250 Euro anfangen, mit 500 Euro und mit 1000 Euro. Ist ja stark. So viel Auswahl, da weiß man ja gar nicht, was man zuerst nehmen soll. Was bitte? Ich dachte, so viel Auswahl, ist ja stark. Verbindung ist ein bisschen schlecht, weil leider kann ich nicht deutlich das verstehen. Müssen Sie mal einen Finger aus dem Fenster halten, vielleicht ist die Verbindung dann besser. So wie eine Können wir besser per WhatsApp, kann ich besser per WhatsApp hinschreiben? Was nee. Ist? Das wird wohl nee? Nichts mit der Festnetznummer hier, da haben wir kein WhatsApp. Wahrscheinlich per E-Mail. Den E-Mail? Ne, den habe ich entlassen. Entschuldigung, was? Der E-Mail hat so viel mit dem Sparen rumgemacht. Und da war dann immer voll. Und dann habe ich gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Aber ich hab hier Ihre E-Mail-Adresse. mario.card@gmx.net, ja? Ja, habe ich entlassen. Ja, okay, dann schreibe ich jetzt per E-Mail, okay? Ja, aber habe ich doch entlassen, den E-Mail. Der war zu uns zuverlässig. Der hatte mal mit dem Sparen rumgemacht. Die waren immer beide voll. Ich verstehe doch nicht. Entschuldigung. Ja, aber wie gesagt, da war ja noch das mit dem Deutschkurs. Ihre Firma bietet doch sowas an. Was bitte? Ja, kann ich Ihnen denn sonst irgendwie weiterhelfen? Ich kann ja noch eine Empfehlung aussprechen. Können wir ein bisschen später telefonieren, wenn die Verbindung besser wird? Wie gesagt, Sie müssen doch nur den Finger aus dem Fenster halten. Dann wird's doch besser. Was? Was bitte? Mit dem Finger. Klappen Sie mal das Fenster an und halten Sie mal den Finger raus. Vielleicht wird die Verbindung dann besser. Funktioniert beim Autofahren auch immer. Oh Mann. Warte. Herr Kart, leider kann ich nicht verstehen. Herr Mario Kart. Was bitte? Die da im Hintergrund. Die klingt ja so, als würde sie gleich abkalben. Ich hätte den Braten in der Röhre und presste ihn gerade aus. So Satansbraten fertig. Kann ausgepresst werden. So klingt es. Ich schreibe jetzt eine Mail Ihnen, weil ich
kann nicht. Den Emil, den brauchen Sie nicht mehr schreiben. Der Emil ist nicht mehr da. Der ist entlassen. Bis bald. Tschüss. Tschüssikowski, Betrüger. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag, Herr Kalt. Emilia ist mein Name von Express Trade. Wie geht es Ihnen? Wen möchten Sie sprechen? Also, ich wollte mit Mario Kart sprechen. Ach ja, der Herr Kart, Mario Kart. Vom Apparat, ja? Habe ich nicht verstanden. Genau. Also, ich entschuldige mich. Ich habe gesehen, Sie haben sich auf unserer Plattform ein Handelskonto registriert. Ja, deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren. Ist ja fantastisch. Also, möchten Sie Ihre Konto aktivieren auf unserer Plattform? Also, so eine Disco-Plattform oder was meinen Sie jetzt? Das ist Bitcoin-Plattform. Ach so, wegen der Musik dachte ich, Sie sind da in so einer Disco oder so. Ja. Hier ist Disco, ja? Ist immer Party da. Genau. Wir machen Party, seriös. Ja? Kommst du mit mir? Nee. Oh, schade. Glaubt Ihnen da einer die Scheiße in der Diskothek? Ja, hier ist Diskothek. Ist ja traurig, dass das Leute glauben. Tja, was machen wir nun Schönes? Sind Sie geisteskrank oder was? Nee, im Gegensatz zu Ihnen denke ich nicht. Sie haben mehrmals Konto eröffnet, also ja, auf unserer Plattform. Warum, natürlich. Warum machen Sie das? Wieso? Na, um eure Zeit zu verschwenden, weil ihr seid ja Betrüger und Kriminelle. Meine Zeit ist so wichtig, ne? Ja, die ist wichtig, wenn die verschwendet ist. Dann ist sie weg, die Zeit, und in der Zeit kannst du mit keinem anderen. Tschüssi. Tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hier spricht Lukas Holmberg. Ich melde mich von Rückerstattungsagentur aus Berlin. Es geht um Ihre Aktivitäten auf dem Finanzmarkt, bitte. Sie haben Geld investiert, aber Auszahlungen nie getätigt, ja? Nee. Also, wie ich in meinem System sehe, Ihre erste Investition war 250 Euro. Ist das korrekt? Nee. Also, meinen Sie, Sie haben gar keine Investition gemacht, oder? Richtig, genau. Funktioniert der Betrug hier nicht. Okay, dann ich sage tschüss. Okay, ja, tschüss, Betrüger. Ich bin nicht, was haben Sie gesagt? Du Arschloch, ich bin kein Betrüger. Wieso spreche ich mit Sie also? Ja, du bist ein Krimineller. Ja, hallo. Hallo? Schönen guten Tag. Was ist mit hier? Lauterbach, Karel? Lauterbach. Hallo, hallo. Ich rufe Sie, weil Sie hatten sich bei uns vor ein paar Monaten für Handel am Finanzmarkt interessiert. Wir wollten einfach überprüfen, ob die Interesse noch besteht. Es geht um Trading, um Investitionen. Vollautomatisierten Handel. Warum wollen Sie das denn überprüfen? Weil Sie hatten sich bei uns registriert und wir könnten Sie gar nicht erreichen. Achso. Warum denn das nicht? Bitte? Warum denn das nicht? Wir haben probiert, Sie zu erreichen ohne Erfolg. Sie haben nicht angenommen. Sie haben sich bei uns selbst registriert. War Ihre Telefonleitung da kaputt? Wir haben Sie angerufen, Sie haben nicht angenommen. Sind Sie daran interessiert? Sie haben sich bei uns selbst registriert. Ich sind Sie daran interessiert? Telefon, ja oder nein? Okay, ich kann Sie in das Team sehen. Wir haben probiert, Sie zu erreichen vor 2 Wochen. Sie waren nicht da. Sind Sie interessiert, am Finanzmarkt zu investieren oder nicht? Warum möchten Sie das denn wissen? Weil Sie sich auf unserer Seite angemeldet haben. Sie wollten wahrscheinlich Informationen kriegen oder handeln oder investieren. Das ist unser Job, wenn Sie sich bei uns registrieren, wir als Geschäft probieren, unser Kunden zu unterstützen, irgendwie zu erreichen. Aha. Also ist der Job, einfach überall illegal anzurufen, ohne Werbeerlaubnis? Nicht illegal, wenn Sie sich bei uns registriert haben und Ihre Telefonnummer für Kontakt angegeben haben und unsere Geschäftsbedingungen akzeptiert haben. Sind Sie interessiert? In der Geschäftsbedingung kann das ja nicht drinstehen mit dem Anruf. Das geht ja nicht. Es steht, sonst würden wir Sie nicht anrufen. Aber das ist ja dann nicht datenschutzkonform in Deutschland. Sind Sie interessiert, Ihr Handelskonto zu diskutieren oder nicht? Ich möchte meine Zeit nicht verlieren. Nicht bei einer kriminellen Firma. Warum denken Sie, dass es eine kriminelle Firma ist? Nur weil Sie illegal anrufen. Wir rufen nicht illegal an. Na doch, das habe ich Ihnen ja gerade erklärt. Wir sind nicht datenschutzkonform. Schönen Tag. Ja, den wünsche ich mir auch. Jo. Hallo? Hallöchen. Mario Kart habe ich gern gesprochen. Ja, tütüt. Schön, dass Sie erreichen, Herr Kart. Anja Schwarz, mein Name aus Factory Medien.
Ich melde mich, weil Sie sich online bei uns gestern für ein Gewinnspiel beteiligt haben, richtig? Weiß ich nicht. Bei was denn für ein Gewinnspiel? Was habe ich denn gewonnen? Online für einen Einkaufsgutschein haben Sie sich gestern registriert, um 13 Uhr. Ach, kann sein. Und, habe ich den jetzt gewonnen? Ja, ich den jetzt registriert. Es hat bei Ihnen geklappt. Sie haben einen Gutschein im Wert von 599 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Toll. Bitte? Toll. Das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Ich habe Ihnen gerade mitgeteilt, dass Sie einen 599 Euro Gutschein gewonnen haben. Ja, und ich habe gesagt, toll. Sie sollten sich dann mal dafür bedanken, oder nicht? Nee. Dann frage ich Sie gerne raus. Tschüss. Okay. Was denn? So. Willst du mir was Schönes vorsingen, oder wie? Ja, bitteschön. Hallo, guten Tag. Herr Steiner? Ja. Super, mein Name ist Annette Görner. Sophie, oder was? Wie bitte? Ja. Hallo? Was willst du denn? Nun sprich, was möchtest du denn jetzt kaufen? So, ich Hallo? Rufe. Ja, so, ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung. Ja? Was bei Secret ab. Sie haben sich für Online-Handel um das Geld und Spender, Junge. Man versteht dich nicht. Ja, ich verstehe. Ja, ich bin aber nicht mehr in keiner Sprache. Sprichst du mal Deutsch? Wie bitte? Deutsch sprechen. Ja. Ja. Na, so. Was denn du? Du kommst mal noch ein bisschen am Tee. Guten Tag. Hallo, Sergej. Wen möchten Sie denn sprechen? Mit Sergej Farlich. Was? Mit Sergej Farlich. Verstehe Sie nicht. Was haben Sie nicht verstanden? Sie ja, verstehen Namen diesen Namen nicht, oder? Nee. Okay, wie heißen Sie? Ja, das geht Sie ja nichts an, wenn Sie hier anrufen. Okay, ich rufe Sie jeden Tag an. Vielen Dank, schönen Tag noch. Das ist irgendwie ein Lattenschuss? Danke, tschüss. Das klingt eher nach Betrüger. Also Sie haben immer noch nicht aufgelegt, Sie haben ja nur Ihr Mikrofon gestummt. Wollen Sie nicht noch irgendwas sagen? Der Taxi der Lamanda am anderen Ende des Telefons, hm? Sie könnten uns ja vielleicht mal erklären, warum Sie die Menschen am Telefon betrügen. Mit den billigsten Tricks und Methoden. Ist ja wirklich wahnsinnig, was Sie da so von sich geben. Irgendeinen Namen ins Telefon nuscheln, aber einen Sergej habe ich nie angemeldet. Ist ja vollkommen Quatsch. Tja, und dann das Mikrofon einfach stumm machen, ne? Ja, Farlich. Sie zahlen diesen Anruf. Wissen Sie das? Nee, ich zahle nicht für den Anruf. Ich rufe Sie... Das geht bei dieser Leitung hier gar nicht. Die ist extra von so Ausland eingerichtet, dass sie kein Geld produzieren kann. Ja, Farlich. Ich rufe Sie jeden Tag an. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Hallo, ich grüße Sie. Spreche ich mit Sabol Salmonelle, ja? Ja, die Salmonelle ist am Apparat. Ich grüße Sie, Herr Salmonelle. Brigitte Lutz ist am Apparat. Ich bin Ihre offizielle Ansprechpartnerin. Sie haben sich angemeldet am 3., ja? Für die Handelsprozesse an den Referenzbörsen. Deswegen rufe ich Sie an, damit ich Ihnen dabei helfen kann, Ihre Registration bis Ende zu bringen. An welchem 3. denn? Wie bitte? Am 3. November. Ach so. Vor einigen Tagen, Sie haben das alles auch vorgenommen, ja? Sagen Sie mir bitte, Herr Salmonelle, Sie interessieren sich für die Handelsprozesse an den Referenzbörsen, ja? Nee. Nein? Dann aus welchem Grund haben Sie sich angemeldet? Warum haben Sie dann ein Handelskonto beantragt und anschließend dann es registriert? Ja, ich wollte mal gucken, wie lange das dauert, bis dann ein Betrüger am Telefon ist. Aha, und da kamen mehrere Betrüger am Telefon? Ja, haben sich viele gemeldet. Viele gemeldet. Und was haben Sie gemacht? Haben Sie das Geld eingezahlt oder noch nicht? Nee, ich habe das dann auf YouTube veröffentlicht. Wie bitte? Ich habe das dann auf YouTube veröffentlicht. Aha, okay, dann das ist eine richtige Entscheidung. Dann in dem Fall wünsche ich Ihnen weiterhin auch viel Erfolg, ja? Ja, den werde ich haben. Auf jeden Fall. Einen schönen Tag noch dann. Ja, ciao, den wünsche ich mir auch. Nein, das wird auf jeden Fall so auch sein. Und ja, weiß ich. Wunderschöne Woche wünsche ich Ihnen noch. Entzückend. Danke. Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, bitte. Hallo. Spreche ich mit Herrn Salmonelle? Ja. Herr Salmonelle, hier ist Eli Berke von Aufkapital Online Trading System. Wie ich sehe, heute haben Sie bei uns ein Handelskonto gemacht, deswegen rufe ich Sie an. Ich war heute noch gar nicht am Computer. Vor 3 Stunden.
Haben Sie heute bei uns ein Handelskonto gemacht? Nee, das stimmt nicht. Ich war heute noch gar nicht am Computer. Ja, guten Tag. Oh, Kumpel, wenn du nicht drauf, kann ich dir helfen. Können Sie mich hören? Jetzt höre ich was, ja. Ach, hallo, guten Tag, Herr Kurt. Das ist Thorsten am Apparat mit dem Quantum AI-System. Ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass ich habe für einige Zeit ein Konto bei uns registriert und an der Nutzung unseres Systems interessiert sind. Ja? Aha. Wie heißt denn das System? Quantum AI-System. Sagt mir überhaupt nicht. Sie haben Ihre Daten in unserer Webseite hinterlassen für ein paar Monate. Nachdem Sie haben ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen über Online-Handel. Ja? Und warum melden Sie sich da erst jetzt? Der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil wir haben ein Angebot über unsere Kunden, das ich habe nicht gemacht, das System zu testen. Und außerdem im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Aha. Herr Gott, können Sie nur zu fragen, was waren Ihre Erwartungen, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Sie möchten diese nur zu ausprobieren und etwas zusätzlich Gewinn zu verdienen. Eine zweite ständige Einkommensquelle machen. Was denn für eine Quelle? Okay. Was denn für eine Quelle? Wie bitte? Was denn für eine Quelle? Was? Wie bitte? Was denn für eine Quelle? Okay, Herr Gott, warum haben Sie sich registriert? Was denn für eine Quelle? Warum haben Sie sich registriert? Was denn für eine Quelle? Okay, wir werden versuchen, noch einmal später anzurufen. Kein Problem. Schönen Tag. Oh, also fehlt um Intelligenz. Ja. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit Samuel Salmonella? Warum halten Sie da am Apparat? Annika Beck spricht am Apparat und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Registration am Finanzmarkt. Es geht Annika um Annika Beck. Bitte? Annika Beck. Ja. Aha. Und was für eine Registration? Sie haben die Daten eingeleckt. Es geht um Autoroboter. Ich habe Daten eingeleckt. Welche Daten habe ich eingeleckt? Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer. Aha. Und wann habe ich das gemacht? Bitte? Wann habe ich das gemacht? Das haben Sie am 4. gemacht. Am was? Am 4. War das eine Zahl? 4. November haben Sie die Daten eingeleckt. Darf ich Ihnen weiterhelfen oder haben Sie kein Interesse? Sagen Sie mir bitte es direkt. Na, aber ich verstehe nicht, was Sie mit anlecken meinen. Ich habe ja auch nicht angeleckt. Schauen Sie bitte, dann wie habe ich Ihre Nummer bekommen? Wie meinen Sie? Samuel@salmonella@mdccfarm.de ist Ihre E-Mail-Adresse, korrekt? Ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Wo haben Sie die her? Genau, und Samuel Salmonella sind Sie auch und diese Handynummer gehört zu Ihnen, ja? Nee, ich habe gar kein Handy. Also diese Nummer gehört zu Ihnen, korrekt? Welche? Worunter wir telefonieren? Ach so, ja, das ist meine, da habe ich sie ja dran. Okay. Und mit dem Online-Handeln haben Sie nichts zu tun, korrekt? Mit was? Bitcoin. Nö, ich habe kein Bitcoin. Okay, alles klar, Herr Salmonella, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, okay? Ja, den wünsche ich mir auch, du Betrüger. Ciao, tschüss. Tschüss. Schlechten Tag. Hallo, guten Tag, ich bin mich Herr Ertuger. Ja. Mein Name ist Paul, wie geht's heute Ihnen, Herr Ertuger? Ich verstehe die Frage nicht, ich kenne Sie nicht. Ich rufe die Adis vom SwissPro Firma, ich bin ein Account Manager. Haben Sie gemacht eine Demo-Account bei unserer Plattform, das ist für Finanzmarkt. Haben Sie Erfahrung mit Finanzmarkt? Was ist ein Account Manager, nicht ein anderes Wort für Callcenter-Mitarbeiter? Bitte? Account Manager ist ein anderes Wort für Callcenter-Mitarbeiter. Soll sich damit nur moderner anhören. Herr Ertruger, haben Sie gemacht eine Demo-Account, das ist für Finanzmarkt. Haben Sie Erfahrung mit Finanzmarkt? Mit was? Mit Finanzenmarkt. Finanzenmarkt? Was ist denn das? Ja, richtig. Stock, Shares, Commodities, Krypto. Nee, das ist ja der Finanzmarkt, aber nicht Finanzenmarkt. Ja, Finanzmarkt, nee, richtig. Finanzmarkt, nicht Finanzenmarkt. Finanzmarkt, ja? Finanzmarkt. Nee, Markt. Markt, ja? Nee, Markt. Ja, Markt, Herr Tug. Nee, ja. Nicht Markt, Markt. Markt, ja, auch diese, ja? Hm. Ja, haben Sie Erfahrung oder nein? Womit?
Bitte? Danke. Wie bitte? Was danke? Herr Ettruger, ich bin da zu helfen dir mit Aktivisationen und deinem Account. Ihnen, Sie, nicht dir. Dir? Nee. Warum Ihnen? Ihnen. Ihnen? Ja. Ja. Herr Ettruger, ich bin da zu helfen dir mit Aktivisationen Ihnen mit deinem Account. Ihrem Account, nicht deinem Account. Ihren Account, ja, richtig. Mhm. Was machst du? Gib mir wir machen das meine heißt solche besser, ja? Du, das heißt, was machen Sie? Okay, Junge. Wollen Sie aktivisieren deinen Account ich bin oder nicht? Kein Junge und nicht deiner Account, sondern Ihrer Account. Okay, alles in Ordnung. Ja? Wollen Sie machen zum Aktivisieren deinen Account ja oder Deutsch. Nicht? Also, ich weiß ja auch nicht, was Sie von mir wollen. Bitte? Hallo? Hallo? Ja. Guten Tag, ich spreche gerade mit Herrn Schildbrunner, Sigmund. Mit wem spreche ich denn? Wir sprechen mit Emilian Sohn von dem Unternehmer 24 Profit Marken. Also, wir sind ein lizenziertes Unternehmer, welches sucht und verfolgt alle die Leute, die sind schon aktiv, die Online-Börse oder die Finanzmarkt. An unserem letzten Informationen, was wir erhalten haben, steht, dass wir haben schon auch Aktivitäten an der Online-Börse dran. Das sind sehr richtig, glaube ich, ja? Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie da so von sich versuchen zu geben. Also wegen der Verbindung verstehen Sie mich nicht? Nee, wegen dem ganz schlechten Deutsch. Mhm. Sie sind der erste Kunde, dass Sie sagen bei mir, dass ich so schlecht spreche. Na, dann wird es ja mal Zeit, denke ich. Okay. Weil sie ein Hurensohn sind, also das ist hier, jetzt verstehen sie, glaube ich. Aha. Dass also sie auch ein Wichser sind und so weiter. Hab jetzt die Schlampe. Tschüss. Mhm. Hallo? Mhm. Was denn? Hallo. Ja, was denn? Wie ist Ihr Name? Sie rufen bei mir an, sagen Hallo und fragen nach Ja, Namen. Weil sie eine Schlampe sind, weil sie benutzen tausendmal Namen da. Mhm. Mit dem gleichen Telefonnummer, du Schlampe. Ist ja höchst interessant, was Sie da von sich tun. Mit wem denken Sie, dass Sie reden, dass Sie können solche Sachen machen, du Schlampe? Mit einem Kriminellen rede ich gerade. Ich fick deine Mutter. Ja? Das ist aber schön. Da musst du es aber erst... Hallo? Ja? Guten Tag, Herr Zauberfee. Das ist aus dem Apparat von dem Bitcoin-System. Ja, die Zauberfee, Ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass ich habe ein Konto bei uns Was? Sie haben ein Investitionskonto bei uns registriert. Ich bin Ihr persönlicher Kontomanager, der dafür zuständig ist, Ihnen mit dem Schritt für die Kontoaktivierung zu helfen. Aha. Was denn für Schritte? Was denn für Helfen? Was brauche ich denn da für Hilfe? Der Grund, warum ich rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von wir profitieren können. Aha. Okay. Was kann man denn da profitieren? Ja, so normalerweise finden unsere Kunden zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Monat. So, sie können dies als eine andere Einkommensquelle nutzen. Mhm. Können Sie zu fragen, was war Ihre Erwartungen, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Und wann habe ich denn das Konto eröffnet? Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. So, Herr Zauberfee, normalerweise, wenn Sie haben die Konto eröffnet für 2 Monate, das Mindestbetrag für die Kontoaktivierung war 300 Euro. Das habe ich nicht gefragt. Wann habe ich denn die Anmeldung gemacht? Sie haben Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben und dieses Konto anmelden? Was? Ich habe gefragt, wann? Für 2 Tage. Sie haben diese in August gemacht. Das ist falsch. Ja? Nee. Sie haben Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben, dieses Konto anmelden? Aber nicht vor 2 Tagen. Nein, nicht. Nicht vor 2 Tagen, vor 2 Monaten. Sie haben diese in August gemacht. Wann haben Sie gesagt, vor 2 Tagen? Das war meine Falle. Sie haben diese vor 2 Monaten gemacht. In August. In was? Sie haben in August. Was ist denn das? In August. Sie haben diese auf 29. August Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben. Nachdem Sie haben ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen über Online-Handeln. Aber ich sehe, dass Sie haben nicht gemacht, die Konto selbst zu aktivieren.
Also Sie sprechen so schlechtes Deutsch, ich weiß überhaupt gar nicht, was Sie von mir wollen. Okay, sprechen Sie Englisch? Nö. Wenig? Gar nicht. Okay. So, jetzt aber, Sie haben eine Investitionskonto registriert. Mhm. In August. Beim Oga? August. Ach, ja. August. August, ja. Sie haben Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben, nachdem Sie haben ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen über Online-Handeln. Der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Was denn für gute Bedingungen? Weil... Ja? Hallo, schönen guten Tag, ich spreche mit Gerold Steiner. Ja, ist am Apparat. Sehr angenehm, Herr Steiner. Mein Name ist Anna Schulz. Ich bin die Finanzberaterin für die Binance-Unternehmen. Und ich rufe Sie wegen Ihrer Bitcoin-Brieftasche an, in der sich ein bestimmter Geldbetrag befindet. Vielleicht das ist hätten eine Sie Bitcoin-Brieftasche. Genau, es ist wahrscheinlich, dass Sie sich zuvor auf einer unserer Partnerplattformen für Kryptowährungen interessiert haben und Ihre Daten gespeichert wurden. Da wir eine Partnerschaft mit einem innovativen Robot-Trading-Plattform eingegangen sind, hat Ihr Kunde an einem Testmodus teilgenommen. Der von Ihnen gehandelte Geldbetrag wurde Ihrem Handelskonto vom Robot-Trader gutgeschrieben. Sie haben bei uns einen Guthaben erworben und falls Sie gerade Zeit hätten, das nimmt ungefähr 20 Minuten, nicht weniger. Und wenn Sie gerade am PC sind, wir werden dann alles überprüfen, bestätigen, dass dieses Konto wirklich Ihnen gehört, mehr als 3 Monate aktiv ist. Und danach könnten wir für Sie eine Auszahlung tätigen, entweder auf Ihr Kryptokonto, das ist eine Sofortüberweisung, oder auf Ihr Bankkonto. Aha. Sind Sie gerade am PC, Herr Steiner? Nee. Wann darf ich dann wieder erreichen, damit Sie ein PC werden? Das nimmt, wie gesagt, nicht weniger als 20 Minuten. Ich werde Ihnen Ihre Bitcoin-Brieftasche zeigen. Alleine darf ich das nicht machen. Ja, ich werde Ihnen Links schicken. Sie werden dann durch diesen Link Ihre Bitcoin-Brieftasche besuchen, dann selber die Währung wählen. Ja, in welchen Währung möchten Sie den Betrag bekommen? Und danach könnten wir die Sachen erledigen. Wenn es auf Kryptokonto, wie gesagt, das ist eine Sofortüberweisung. Auf Bankkonto, das dauert bis zu 15 Minuten. Aha. Klappt denn der Betrug oft? Was meinen Sie damit? Nur den Quatsch, den Sie da erzählen. Klappt das oft? Fallen da viele Leute drauf rein? Unsere Firma existiert schon mehr als 15 Jahre. Ist ja Quatsch. Ihr seid ja nur Betrüger. Wie Sie wollen. Möchten Sie denn den Guthaben stornieren? Ja, es geht auch. Es gibt ja gar kein Guthaben, also von daher ist ja albern. Ja. Hallo, Samuel? Ja? Ja. Also, schon guten Morgen. Mein Name ist Matthias Zimmermann und ich bin Ihr persönlicher Account Manager heute. Matthias, was? Ja, Matthias. Und weiter? Also, ich rufe Sie an, weil Sie auf unserer Trading-Plattform registriert haben. Matthias, Nachname? Zimmermann. Zimmermann. Ja. Sie glauben, Sie heißen Zimmermann? Entschuldigung, was? Sie glauben, Sie heißen Zimmermann. Können Sie bitte nochmal es wiederholen? Na, Sie glauben, dass Sie Zimmermann heißen. In dem Glauben sind Sie ja. Leider kann ich nicht Ihnen verstehen. Ja, also ein Herr Zimmermann, der kein Deutsch kann. Ist ja praktisch. Ich habe fast ganzes Leben in Israel gelebt. Wo haben Entschuldigung, was? Abgefahrenen Namen her. Was bitte? Wo Sie Ihren abgefahrenen Namen her haben. Ich verstehe Sie nicht, Entschuldigung. Ja, können Sie bitte deutlicher sprechen? Ja, schon nicht so besonders mit der Intelligenz da vorhanden. Merke ich schon. Was bitte? Ja, ich sage, die Intelligenz ist ja nicht besonders vorhanden, merkt man ja. Nun bist du schon überfordert, oder was? Ja. Hallo, schönen guten Tag, Andreas Kott. Ja, Herr Kott. Grüß Gott, Andreas, das ist Valerie am Apparat und ich rufe Sie vom SwissPro. Ja, wenn ich ihn sehe. Bitte? Na, wenn ich Gott sehe, dann grüße ich den. Sie haben sich für den automatischen Handel mit dem Bitcoin registriert. Ja. Ich bin Kontomanager auf der Firma und ich werde Ihnen ein bisschen erklären, wie das System geht. Okay. Sie haben sich diese Registrierung vor einem Monat schon gemacht. Jetzt, wir haben bei Ihrem Konto ein Angebot gesehen, das Sie hat noch nicht aktiviert. Ja.
und die Mindestinvestitionsbetrag ist nur 50 Euro. Mit 50 Euro, wo sind schon auf dem Konto? Sicher? Ja, sicher. Mhm. Mhm. Warum haben Sie bis jetzt dieses Konto nicht aktiviert? Was hat Ihnen nichts gefallen? Ja, war unseriös. Unseriös? Warum? Mhm. Was? Ja, was ist passiert? Gefallen. Ja, hat alles gefehlt auf der Webseite, was da so hingehört. Ein Impressum war nicht da, keine Lizenz, nichts war da. Bei dem Seite in SwissPro? Ja, war nichts da. War alles irgendwie unseriös. Hm? Wir haben eine Lizenz. Sie weiß schon, dass der Bitcoin ist noch nicht lizenziert. Ach so, wo haben Sie die denn geklaut? Nochmal? Wo haben Sie die denn geklaut, die Lizenz? Bei Obi oder? Warum machen Sie diese Registrierung dann, wenn Sie nicht interessiert sind? Na, ich wollte mal gucken und dann habe ich ja festgestellt, dass das Quatsch ist. Sieht man ja auch. Okay. Dann. Mhm. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Ja, den wünsche ich mir auch, Bibi. Aber da hat doch Bubi wirklich einen guten Ständer mitgebracht, ja? Hallo? Ja? Ist das Caro? Kannst du hier? Mhm. Sehr angenehm. Wir haben einen Tag vor mit Ihnen von SwissPro gesprochen, von 2 Stunden. Merken Sie das? Mhm. Ich bin Holly. Haben Sie Zeit jetzt mit mir sprechen? Warum? Über unsere Plattform, dass Sie eine E-Mail so am Ende gesendet und die Bezahlung wollen Sie machen, ja? Und dann haben Sie einige Fragen, so zum Beispiel, das ist unsere Plattform sicher oder nein und so weiter. Merken Sie das? Was soll ich daran merken? So, wollen Sie jetzt bezahlen und auf unsere Plattform darin gehen? Diese. Nee. Und warum, Entschuldigung? Ja, weil Sie aufgelegt haben. Abgelegt haben was? Diese E-Mail? Diese Antwort? Nee, Sie haben aufgelegt. So, was Sie abgelegt haben? Nee, Sie haben aufgelegt. So, und was, haben Sie kein Interesse oder haben Sie auch, können wir verstehen, wie dieses System funktioniert? Na, Sie sind ein Betrüger. Wo sind Sie? Sie sind Betrüger, kriminell. Warum? Ja, weil das so ist. Was, Entschuldigung? Leute, du bist ja einfach zu doof für alles. Ja, du kannst doch überhaupt nichts. Warum? Ja, warum? Das frage ich mich auch. So, Sie sind nicht interessiert für unsere Plattform. Nicht an der kriminellen Tante. Du bist kriminell. Was bitte? Du solltest dich was schämen. Du bist sogar zu blöd, Deutsch zu verstehen. Warum müssen wir schämen? Ja, weil das ist eine offizielle, Website, das Sie können nicht sehen. Nein. Und wir haben die deutsche Person darin in dieser Website. Deshalb habe ich die E-Mail geschickt und andere Sachen gemacht. Du bist einfach nur eine Lügentante. Was habe ich? Ich bin eine reale Person, Entschuldigung. Du bist dumm zum Scheißen, wirklich. Warum? Wir haben diese Website, wir sind eine reale Person. Mach einen anständigen Job. Was? Du sollst einen anständigen Job machen. Welchen Job mache ich? Einen anständigen sollst du machen. Warum? Warum mache ich diesen Job? Anständig. Ja, das würde ich auch warum? Gerne wissen. Warum du so einen ekelhaften Job machst. Das ist der offizielle Job, das ist richtig. Nee, und wir haben diese Zeit. Ekelhaft. Widerlich. Du bist eine Betrügerin. So, aber wenn wir betrügen, warum haben wir diese Zeit? Warum? Weil ich dich verarschen wollte. Was wollte ich? Ich habe dich verarscht. Von Anfang an. So, das ist Ihre Sache, aber wir haben diese offiziell, wir haben diese Website, wir haben diese E-Mail und ich verstehe nicht, warum Sie nehmen unsere Job so wie. Du bist kriminell.
Okay, alles Gute für Sie. Ja. Hallo. Junge Lady? Hallo, Gustav. Ja. Das ist Valerie am Apparat und ich rufe Sie vom Swisspro. Aha. Sie haben sich von dem automatischen Handel mit dem Autotrading registriert. Aha. Okay. Sind Sie sich da sicher? Ich bin sicher, ja. Woher denn? Weil ich sehe Ihren Namen. Aha. Yep. Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Emily Paul ist mein Name und melde mich von Trader Active. Aha. Da, wo Sie in den letzten Monaten eine Registrierung gemacht haben. Wen möchten Sie denn sprechen? Was wieder? Wen Sie denn sprechen möchten? Mit dem Herr Lorioris. Ach so, Kennen Sie? Sind Sie? Okay. Also, Sie haben in den letzten Monaten eine Registrierung gemacht in unserer Plattform, aber Sie haben noch nicht Ihr Handelskonto aktiv machen. Deswegen rufe ich Ihnen heute an. Aha. Warum das? Sie haben mit meiner Kollegin gesprochen und Sie haben noch nicht dieses Konto aktiv stellen. Ja, genau. Okay. Können wir heute machen? Jetzt? Nee. Warum? Wieso? Ja, weil ich doch mein Geld nicht bei Betrügern versenke. Betrüger? Warum? Warum sagen Sie das? Ja, ich frage mich, warum ihr sowas macht. Was ist für Sie ein Betrüger? Was meinen Sie? Ja, du bist ein Betrüger. Warum? Sagen Sie mir, warum? Ja, weil ihr das Geld nehmt und dann macht ihr euch aus dem Staub. Aha. Und? Sie haben Erfahrung? Oder sind Sie nur meint das? Ich weiß das. Okay. Aber geben Sie mir ein Argument oder einen Grund. Warum? Ja, das würde ich ja gerne mal von dir hören, warum du die Menschen... Okay, haben Sie einmal probieren unsere Plattform? Haben Sie einmal testen unsere Plattform? Nee, muss man nicht. Stellt man ja vorher fest. Okay, das bedeutet, dass Sie haben keine Erfahrung mit unserer Plattform, mit unserem Broker. Ja, die will ich ja auch nicht sammeln mit Betrügern. Okay, Sie will nicht einerseits. Aber da wir sind Betrüger, okay? Ja. Das ist nur Ihre Meinung. Nee. Okay? Das ist nicht. Nee. Okay, gehen Sie bei Google und sagen Sie mir, warum sind wir Betrüger? Ihr habt keine Lizenz, ihr habt kein Impressum, ihr ruft mit gespooften Rufnummern an und ihr habt kakerlakischen... Okay, gehen Sie bei Google und schauen Sie mir nicht das. Nicht zu vergessen die Musik im Hintergrund. Okay, die Musik ist für Spaß. Ja, ihr ruft aus Spaß an, richtig. An ihr Spaß? Ihr seid Betrüger, kriminelle Betrüger, die nichts Vernünftiges in ihrem Leben geschissen bekommen. Okay, aber warum haben Sie diese Registrierung gemacht? Wer Betrüger sind, Kriminelle oder... Damit warum ich eure haben Zeit Sie die Registrierung? Kann. Warum haben Sie diese Registrierung gemacht? Habe ich Sie doch mal beantwortet. Ja? Damit ich eure Zeit klauen kann. Ja. Ja, das funktioniert ja. Sie glauben das. Aber bitte machen Sie nicht etwas, das Sie nicht vertrauen, okay? Doch, weiß ich ja. Okay. Ihr seid Betrüger. Einen schönen Tag. Kriminelle Betrüger. Okay. Wir verlieren ihre Zeit mit einem Betrüger, oder? Ist deine Mutter dolle stolz auf dich, dass du so einen Job machst? Okay. Ja, bitte. Hallo? Ja. Guten Abend, ich heiße Jack und ich rufe Sie von Automatisiert Handelssystem. Wie geht's Ihnen heute? Fast 21 Uhr. Ja, was ist das Problem? Ja, es ist ganz schön spät, ne? Ich rufe Sie morgen früh in diesem Fall, okay? Nö, da schlafe ich. Ich stehe okay, ich rufe auf. Sie morgen früh. Bis morgen. Nee, morgen früh schlafe ich. Okay, ich rufe Sie noch einmal, damit ich bin sicher. Ja? Was? Ich bin noch jetzt am Telefon. Okay, sind Sie bereit, jetzt um Ihre Konto aktivieren mit 50 Euro? Was denn für ein Konto? Sie haben ein Investitionskonto, deshalb rufe ich Sie. Aha. Sagen was Sie mir. Was denn für ein Konto? Möchten Sie Ihre Konto aktivieren oder nicht? Ich weiß ja nicht mal, was für ein Konto. Das ist Handelskonto mit unserem vollautomatisiert Bitcoin-System. Und jetzt Sie kann Ihre Konto aktivieren mit das Minimum mit nur 50 Euro. Ist das in Ordnung für Sie? Wie heißt denn die Seite? Die Seite heißt Swisspro. Swisspro. Genau. Sie kann Geld verdienen mit unserem System. .com oder Punkt was? .com, Swisspro.com. Mit Double Z. Swiss schreibt man aber mit S.
Siegfried Wilhelm Ida ZZ Paula Richard. Das schreibt man mit Doppel S und nicht mit Doppel Z. Doppel Z. Ja, müssen Sie ja dazu sagen. Ja. Okay. Aha. .com. Das ist eine interessante Seite. Genau, das ist unsere vollautomatisierte Handelssystem. Und jetzt, wenn Sie Ihr Konto aktivieren, ich gebe Sie 50 Euro in Ihr Handelskonto, damit Sie kann nur zu probieren, das System. Wenn Sie möchten, Sie kann immer Ihr Geld auszahlen, das ist kein Problem. Probieren Sie das System für eine oder zwei Wochen, sehen Sie das Result, und wenn Sie möchten, Sie kann alles auszahlen, Ihr Gewinn und Ihr Geld. Okay? Ja, wo haben Sie denn Ihr Impressum auf Ihrer Webseite? Wie bitte? Das Impressum suche ich. Okay, so, sehen Sie Login ganz oben rechts, sehen Sie Login. Ja. Ja, drücken Sie auf Login. Login? Ja, Login. Ich suche das Impressum und nicht den Login. Was suchen Sie? Das Impressum. Impressum? Ja. Wo haben wir das? Welche Impressum brauchen Sie? Na, von Ihrer Webseite. Ganz unten, Sie sehen, dass unsere Firma ist lizenziert bei FSA. Ja? Ja, aber ich suche das Impressum, nicht die Lizenz. Ich suche das Impressum. Warum machen Sie dieses Impressum? Na, da guckt man doch immer erstmal hin, wenn man eine seriöse Webseite vor sich hat oder nicht. Natürlich, das ist eine seriöse Webseite. Ja, dann zeigen Sie mir mal, wo Ihr Impressum auf Ihrer seriösen Webseite ist. Ganz unten, Sie sehen diese. Ja, wo denn? Ganz unten. Ja, da ist ja nichts mit Impressum. Ist ja keine Telefonnummer, nichts, kein Ansprechpartner. Ist ja kein nix, das ist ja gar nichts. Kein Impressum. Okay. Schönen Tag, ich möchte mit Sie los heute sprechen. Ach, also schönen Tag noch. Tschüss. Betrüger. Ja. Hallo, guten Tag. Ich bin Zoe Meyer. Spreche ich mit Herrn Corey? Ja. Super. Wir haben schon gesprochen, ja, das ist Online-Handel, das ist Finanzmarkt. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung, dass es Finanzmarktabteilung mich interessiere? Haben Sie vielleicht irgendwo Geld bezahlt oder Geld investiert? Was für ein Ding? Haben Sie vielleicht irgendwo Geld investiert oder Geld bezahlt? Gehandelt? Was geht denn Sie das an? Wie bitte? Was geht denn Sie das an? Ich habe gesagt, das ist Finanzmarktabteilung. Wir haben jetzt Ihre Daten, ja? Und ich habe nur diese Frage. Haben Sie irgendwo Geld investiert, Geld gehandelt? Ich habe gefragt, was Sie das angeht. Das ist, wissen Sie, was das ist, zum Beispiel Bitcoins oder Kryptowährungen? Haben Sie schon Erfahrung, vielleicht? Ja, was geht denn Sie das an? Ich habe das schon gesagt. Ich interessiere nur, haben Sie irgendwo Geld investiert, ja oder nein? Ja, das geht Sie nichts an. Wie bitte? Das geht Sie nichts an. Wie Sie wollen. Ja, bitte. Hallo, sprich mit Günther. Günther ist der Vorname. So sprechen Sie mich ja nicht an. Wie bitte? Das ist mein Vorname. Was möchten Sie denn? Also Sie waren bei uns angemeldet für unser Online-Handelssystem. Noch Interesse dafür? Hä? Was ist denn das für ein plumper Anruf? Wie bitte? Ja, was ist denn das für ein plumper Anruf? Ja, du warst bei uns angemeldet. Was, Sie? Was willst du? Nicht du. Sie. Ich bin älter. Ja, es spielt keine Rolle. Ja, und? Sie haben mit den Leuten, die Sie anrufen, mit Respekt umzugehen. Doch, habe ich. Du hast jetzt keinen Respekt. Was für ein Ding? Kriegen Sie doch mal die Zähne auseinander. Das ist doch kein Deutsch, was Sie da von sich geben. Also ich bin ein Russe. Was ist dein Problem? Bist du rassistisch? Ja, du müsstest mal vernünftig Deutsch sprechen können, wenn du hier in Deutschland anrufst. Aha, und du bist rassistisch, okay? Kein Problem. Ja, wenn du der Meinung bist, bitteschön. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Ja, okay. Lieb damit. Ciao, ciao. Ja, bitteschön. Ja, sprich mit Herr Dringer. Sie waren bei uns angemeldet für unser Online-Handelssystem. Noch Interesse dafür? Was für ein Ding? Sie waren bei uns angemeldet für unser Online-System. Handelssystem. Noch Interesse dafür? Was denn für ein Online-Handelsplattform-System? Ja. Noch Interesse dafür? Was? Noch Interesse dafür? Oh, Sie nuscheln wahnsinnig. Man versteht Sie überhaupt nicht. Doch. Doch. Nö, so, ich verstehe sehr schlecht akustisch. Was möchten Sie? Guten Tag. Hallo? Ja. Und guten Tag, spreche ich mit Peter Zauberfe? Ja, Zauberfe. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Zauberfe. Das ist Thorsten am Apparat von dem Bitcoin-System. Rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie haben eine Anfrage gemacht über unser automatisches Handelskonto und an der Nutzung unseres Systems interessiert sind. Ja? Nö,
Sie haben Ihre Daten in unserer Webseite hinterlassen, nachdem Sie haben ein Video gesehen. Mhm. Wann denn das? Sie haben diese für 2 Monate gemacht. Der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Deswegen rufen Sie an, weil andere Menschen profitieren können. Können Sie nur zu fragen, was für Ihre Erwartungen, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Keine Ahnung, ist ja schon 2 Monate her, so wie Sie sagen. Oder Sie möchten diese nur zu ausprobieren und etwas zusätzlich Gewinn zu verdienen? Nö. Jetzt, der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Und wir haben eine und wir haben ein Angebot über unsere Kunden, das ich habe nicht gemacht, das System zu testen. So normalerweise, wenn Sie haben die Konto eröffnet, das Mindestbetrag für die Kontoaktivierung war 300 Euro. Aber jetzt Sie können das System zu testen nur für 50 Euro. Und wir empfehlen Ihnen dringend nur mit dem Minimum zu beginnen, so Sie können die Ergebnisse selbst zu sehen. Und dann, wenn Sie möchten, mehr Geld zu verdienen, Sie können mehr zu investieren, aber das ist nur Ihre Wohl. Was Sie davon abhält, die Investition voranzutreiben? Was für ein Ding? Was Sie davon abhält, die Investition voranzutreiben? Ich verstehe kein Wort, Sie nuscheln wahnsinnig. Okay, warum haben Sie nicht die Investition getätigt, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Ja, hat mir dann wohl bestimmt nicht gefallen, aber ist ja wie gesagt auch schon 2 Monate her, kann ich dann jetzt nicht mehr wissen. Okay, und was ist Ihre Bedenken, was Sie davon abhält, die Investition voranzutreiben? Das kennen Sie ja nicht, weiß ich ja nicht. Ich verstehe, dass Sie Angst haben, es zu tun, weil es etwas neu für Sie ist und es ist ganz natürlich. Warum soll ich denn Angst haben vor Ihnen? Gibt es da irgendwie Grund zu bedenken oder zur Sorge, ja? Okay, dann warum haben Sie sich registriert? Ja, wie gesagt, habe ich Ihnen ja schon beantwortet. Sie haben nicht geantwortet? Doch. Nein, Sie haben nur gesagt, dass Sie möchten das nicht. Und meine Frage war, warum haben Sie sich registriert, wenn Sie möchten das nicht? Ja, das habe ich Ihnen bereits beantwortet. Nein. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, was vor 2 Monaten war. Ist ja nur schon eine Weile her, oder nicht? Okay, kein Problem. In diesem Fall, wir werden versuchen, Ihnen später noch einmal anzurufen. Schönen Tag. Und wozu wollen Sie später noch? Hallo? Hallo? Ja? Gustav? Nee. Ich bin Alina von Online-Handel-Plattform, SwissPro. Aha. Schön. Was möchten Sie? Gustav, Sie haben angemeldet für automatischen System oder den Finanzmarkt. Bitcoin System. Was möchten Hallo? Sie? Sie haben angemeldet. Habe ich doch jetzt gerade verneint. Dein Name ist Gustav Kot, ja? Kot. Und das heißt Ihr Name. Bitte? Das heißt Ihr Name und Herr Kot. Und nicht deine Name und auch nicht Gustav. Das heißt Herr Kot und Ihr. Oder Sie. Ja? Hallo? Ja? Guten Tag, ich grüße Sie. Hier ist Paulina von Iron Effects. Wie geht es Ihnen? Möchten Sie das wissen? Ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Registrierung bei uns für den Online-Trading. Was denn für eine Registrierung? Sie haben sich registriert auf unserer Plattform am 3. November. Ja, aber da habe ich jetzt es keine Zeit für. Es geht um Online-Handel. Also frühestens um 16 Uhr. Bitte? Um 16 Uhr können Sie anrufen. Okay, können wir nur für eine, für ganz kurz bestätigen, nur Ihre E-Mail-Adresse? Ist nee, das? Um 16 Uhr habe ich Zeit. Alles klar, so, ich werde Sie dann um 16 kontaktieren. Aber Sie erinnern sich über diese Registrierung, ja? Ja. Hello. Ja, was denn? Hi, am I speaking with Gerald? Hallo. Leon, I'm calling you from East Spring Invest. Can you hear me? Es ist so laut bei euch. Okay, Mr. Leon, my name is Ajay and I am calling you from East Spring Invest. If you remember, you made an account with us 1 month ago regarding the cryptocurrency. Do you remember that? Also Sie brauchen da dringend mal irgendwelche Schallschutzwände mit den Mitarbeitern. Ja, aber das ist viel zu laut. Das müsste da irgendwie mal anders regeln. Für jeden Mitarbeiter ein Zimmer oder so.
Mr. Leon, can you speak English? All German? Also, was wollen wir heute nicht? Okay, Mr. Leon, can you look at your email? Your Gmail. Ich kann Sie kaum verstehen, weil das ist einfach ganz schlechte Qualität. Mitarbeiter sind viel zu laut. Rennen ja alle rum da im Hintergrund. Mr. Leon, can you understand English? Und warum sollte ich denn Englisch sprechen? Wir sind doch in Deutschland. Ruf doch in Deutschland an, also. So you don't speak English? Wieso rufst du in Deutschland an? Da wird hier Deutsch gesprochen und nicht irgendeine Kakerlakensprache. Deswegen ist nicht. Wir sind in Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen. Okay, one minute. Können Sie mir E-Mail, what's the name? Was? E-Mail. Was ist damit? Leon. Ja, wollen Sie mir nicht erstmal erklären, wer Sie sind? Oder vielleicht wollen Sie vielleicht nicht erstmal für eine angenehme Telefonatmosphäre sorgen? Weil das liegt ja so nicht. Do you have anyone who can speak English? Wie gesagt, sorgen Sie doch erstmal für eine angenehme Telefonatmosphäre. Okay, thank you so much, Mr. Leon. Thank you so much for your time. Sehr schön. Einen wunderschönen guten Tag. Mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo, ich möchte mit Cher sprechen. Mit Herrscher? Ja. Ja, und wer sind Sie? Mein Name ist Benjamin. Ich rufe Sie aus dem automatischen Handelssystem an. Wie geht es Ihnen heute? Möchten Sie mir nicht Ihren Nachnamen verraten, Herr Benjamin? Namnamen? Na, Ihren Nachnamen. Ah, mein Nachnamen. Bell. Benjamin Bell. Aha. So. Und ich von wo rufe Sie an, Herr Bell? Können Sie das nochmal sagen? Von welcher Firma rufen Sie denn an, Herr Bell? Ich rufe Sie von Millennium One. Und ich rufe Sie an, weil Sie in der Vergangenheit Interesse gezeigt haben, zu handeln und Geld zu verdienen. Korrekt? Ich kann mich aber doch nicht an Sie erinnern. Okay, in diesem Fall lassen Sie mich Ihnen kurz erklären, wie das funktioniert und dann können Sie selbst entscheiden, ob es etwas für Sie ist oder nicht. Okay? Mich würde jetzt erstmal interessieren, wo Sie meine Daten her haben. Ich kann mir vorstellen, wann Sie in der Vergangenheit eure Daten. Wann Sie in der Vergangenheit. Wo haben Sie denn die Daten her? Nicht vorstellen, das müssen Sie ja wissen. Ja, ich weiß das nicht genau. Ja, und ich probiere zu erklären. Es könnte sein, wenn Sie in der Vergangenheit Interesse gezeigt haben. Herr Bell, und jetzt hören Sie mal auf, Herr Bell. Es geht nicht darum, was sein könnte. Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet, wenn Sie in Deutschland jemanden anrufen, ganz genau, exakt zu wissen, wo diese Anruferlaubnis herkommt. Sie können ja nicht einfach die Leute anrufen. Ist ja verboten hier in Deutschland. Mhm. Verboten, sagen Sie. Das ist verboten, einfach so anzurufen, richtig. Sie müssen das schon wissen, denke wo Sie ich Daten nicht. Herhaben. Ja, ich doch. Bin. Nein, das denke ich nicht. Und ich denke, wir verschwinden unsere Zeit her. Ist ja so, ich wünsche Ihnen. Ciao. Hey, das war's leider schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Wenn du magst, dann schau auch gerne in der nächsten Woche wieder vorbei. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr in Zukunft verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt's auch immer eine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal veröffentlicht haben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.